Herzlich willkommen zu einem erneuten Q&A-Video. Der Marvin hinter der Kamera hat wieder einige schöne Fragen von Instagram herausgesammelt, auf die wir etwas ausführlicher antworten, als es tagtäglich in der Instagram-Story passiert. Und ich würde sagen, Marvin, schieß direkt einmal los. Die einzelnen Fragen, findet ihr natürlich unten in den Timestamps, ne Marvin? Genau. Genau, und dann legen wir los. Welches Praktikum empfiehlst du für Jurastudenten als Einstieg? Ja, okay, das ist jetzt nicht meine absolute Expertise. In Jura ist ja so, es gibt ja so ein paar Pflichtpraktika, dass man mal in irgendeinem Gericht ein Praktikum gemacht hat, etc. Ja, aber so zum Einstieg halt in den Bereich, wo du hin möchtest, ist eigentlich so genau wie bei BWL, ne? Wenn du irgendwie zu einer großen Wirtschaftskanzlei irgendwie möchtest, dann halt in dem Bereich und jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwie beim Familiengericht oder so. Kurze Hose mit Bootsschuhen für BWLer oder immer lang? Ja, kurze Hose und Bootsschuhe ist schon in Ordnung. Man kann natürlich so geringelte Strümpfe dazu anziehen, richtig schön hochziehen. Barfuß gibt verschiedene Variationen. Wo siehst du dich in 10 Jahren, privat und beruflich? Sehr schwer zu sagen, weil vor 10 Jahren, wo ich 14 war, hätte ich das hier auf jeden Fall nicht so vorhergesehen. Und von dem her wage ich nicht, 10 Jahre in die Zukunft irgendeine Aussage zu machen, weil sich so viel ergeben kann. Auf jeden Fall, es ist super schwer zu sagen. Wird bei der Masterplatzvergabe die zweite Kommastelle des Bachelors betrachtet? As far as I know, nicht. Weil eigentlich hast du auf dem Bachelorzeugnis steht eigentlich immer nur eine Kommanote drauf. Und du gibst die Bachelornote an und nicht alle ECTS und alle Noten oder so. Aber vielleicht ist es auch an manchen Unis anders, aber in der Regel nicht. Kann man direkt studieren ohne Abi, wenn man Geschäftsführer war? Nee, das wäre sonst ein ziemlicher Hack. Kann man im Master nochmal die Kurve kriegen, wenn der Bachelor nicht so gut lief? Ja, theoretisch auf jeden Fall. Das ist jetzt halt so die Frage, was du als nicht so gut definierst und ob du die Kurve kriegen für dich selbst meinst oder bezogen auf deine Berufschancen. Natürlich hast du dir mit einem sehr schlechten Bachelor gewisse Türen einfach verbaut, ist ja ganz logisch. Aber mit einem Master kann man schon vieles nochmal gerade bügeln. Also wer jetzt am Ende von einem Bachelor ist, der nicht so gut lief, der muss jetzt noch nicht verzagen, sondern kann sich gerne auch mal bei uns bewerben. Da können wir mal gucken, ob sich da noch was machen lässt. Falls wirklich Hopfen und Malz verloren ist, sage ich mal, dann sagen wir das auch. Dann hast du da 15 Minuten deiner Zeit in Sand gesetzt, aber weißt dann wenigstens, was Sache ist. Aber wenn da noch was drin ist, dann können wir da beispielsweise wahrscheinlich auch noch ein bisschen was machen. Und auch ansonsten kann man da viel noch machen, ja. Kann man es mit einem Mathestudium in der Finanzbranche zu etwas bringen? Definitiv, also definitiv. Wie komme ich an die WHU? Indem du dich bewirbst. Für dieses Jahr sind die Fristen allerdings schon vorbei. Das heißt, ab September machen die, glaube ich, wieder auf die erste Bewerbungsphase und dann muss man sich bewerben mit einem Motivationsschreiben, brauchst einen Nachweis über deine Englischkenntnisse etc. Und dann bewirbst du dich da mit dem Motivationsschreiben, dem Lebenslauf und dann wird man eingeladen, entweder online oder offline zu so einem Assessment Center. Und dann überzeugt man da, macht eine gute Präsentation etc. und dann wird man da angenommen. Würdest du nochmal Vivi studieren? Ja. Erst eine Ausbildung machen, um danach zu studieren? Wenn ja, was für eine? Ja, also es ist jetzt nicht so, dass dir die Ausbildung schadet für dein Studium. Aber diese 2 bis 3 Jahre, die du dafür brauchst, die kannst du halt wahrscheinlich aus einer Karrieresicht auch noch sinnvoller investieren.
Weil die Ausbildung ist natürlich schön und gut. Du lernst da einige Sachen, die dir vielleicht auch im Studium ein bisschen was helfen. Und du bekommst dann im Studium die ersten Praktika, vielleicht auch ein bisschen leichter, wenn du schon eine Ausbildung hast, weil du hast schon Berufserfahrung etc. Aber jetzt mal angenommen, du machst mit 18 dein Abi, machst dann 2 Jahre eine Ausbildung und fängst dann mit einem Studium an. Dann bist halt nach dem zweiten Semester schon 21 und dann bekommst du vielleicht ein cooles Praktikum für nach dem zweiten Semester, ein viel besseres als deine Kommilitonen, weil du im Elite-Coaching dabei bist und weil du eine Ausbildung hast. Aber hättest du direkt mit 18 angefangen mit Studieren, dann wärst du vielleicht mit 19 noch nicht da, wo du im anderen Szenario mit 21 bist. Aber nach dem vierten Semester wärst du 100 pro da, wo du im anderen Szenario mit 21 bist. Dann wärst du da schon mit 20 etc. Und mit 21 wärst du schon fest eingestiegen, eventuell. Oder wärst gerade im Gap Year oder würdest einen Master anfangen. Das heißt, overall gesehen, und deine Beruf, und es lohnt sich halt, und wenn du dann 25 bist, ist es sinniger, wenn du nicht in Szenario 1 mit 25 gerade einsteigst, sondern wenn du in Szenario 2 mit 23 schon eingestiegen bist und mit 25 schon 2 Jahre Berufserfahrung in deinem wirklichen Beruf hast. Also, wenn du eh weißt, du willst studieren, so eine Ausbildung ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich finde es schade, dass halt viele sagen, ja, Ausbildung ist kompletter Müll. Ist auf jeden Fall nicht so. Aber wenn man eh weiß, man wird de facto studieren, würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Also, wie gesagt, ich möchte nicht davon von abraten. Wenn du sagst, ich fühle mich irgendwie nicht wohl mit dem Gedanken zu studieren, ich möchte erstmal eine Ausbildung machen, dann ist das fein. Es wird jetzt nicht Nachteil sein. Auf die Zeit runtergerechnet gibt es halt wahrscheinlich Sachen, die halt einfach ein bisschen für das Endziel gesehen noch schneller gehen, ne? Praktika machen, wenn man in die Unternehmerrichtung geht, oder besser nur Hustle? Ja, kommt drauf an. Also, natürlich interessiert es am Ende des Tages niemanden so wirklich, wo du Praktika gemacht hast als Unternehmer. Und wenn du eine sehr gute Idee hast für einen Hustle, dann macht es natürlich am meisten Sinn, direkt mit dem Hustle anzufangen. Wohingegen es sich wahrscheinlich mehr lohnt, ein Praktikum bei Rocket Internet oder BCG zu machen, anstatt, keine Ahnung, das 10. Dropshipping zu versuchen, irgendwie zu machen, was irgendwie nicht funktioniert oder so, ne? Also, es hängt jetzt so ein bisschen davon ab, was du machst, was du als Unternehmer versuchen möchtest. Möchtest du später mal ein Startup gründen, was groß Funding oder so bekommt? Da lohnt es sich auf jeden Fall, so ein bisschen Prestige-Station in den Lebenslauf reinzubekommen. Das kommt immer gut an, wenn du Funding möchtest. Wenn du ein Selbstständiger werden möchtest, zum Beispiel Online-Marketing-Beratung machen möchtest. Ja, auch da wäre es jetzt nicht verkehrt, wenn du ein BCG-Praktikum hast, aber da ist vielleicht noch sinniger, wenn man anfängt, erstmal kleinere Projekte zu machen und dann immer größer die Projekte macht. Also hängt ein bisschen von der Situation ab. Ist es sinnvoll, von der Versicherungsbranche ins IB zu wechseln, weil dort mehr die Interessen liegen? Ja, also wenn das dich mehr interessiert, dann macht es wahrscheinlich schon Sinn für dich. Also man sollte. In der Regel, ne, wenn deine Interessen, man soll, also am Ende des Tages, wenn du keine hohen finanziellen Ansprüche an dich selbst hast, dann sollst du immer nach dem gehen, wo deine Interessen liegen, weil das macht dir am meisten Spaß. Und wenn du gewisse finanzielle Ansprüche hast, dann solltest du eigentlich auch immer nach deinen Interessen gehen, solange du dir damit nicht deine finanziellen Ziele komplett verbaust. Und der Vorteil ist, wenn dich Investmentbanking interessiert, dann verdienst du da halt auch am meisten Geld von allen Branchen. Oder von so gut wie allen Branchen und dann macht es schon 2 Fliegen mit einer Klatsche, würde ich sagen. Wie beugst du bei langen Arbeitstagen und Stress Überarbeitung vor? Wahrscheinlich bin ich überarbeitet, ne? Ist ein bisschen schwer, den Tipp zu geben. Man findet immer mehr heraus, so, wo das Limit ist, ne? Also ich war jetzt schon sehr lange eigentlich nicht mehr krank. Vielleicht mal 1, 2 Tage hin und wieder fühlt man sich ein bisschen schlapp. Da macht man ein bisschen Halbgas. Also zum Beispiel jetzt irgendwie so 3, 4 Tage Halsschmerzen oder Fieber oder Bauchschmerzen oder so hatte ich seit 2 Jahren, 3 Jahren oder so gar nicht mehr. Ja, also
Ich würde empfehlen, so es nicht zu übertreiben, sich auf jeden Fall nicht mit irgendwelchen Stimulantien, egal ob legal oder illegal, aufzupuschen. Und wenn du das sein lässt und jetzt nicht 6 Kaffees am Tag trinkst oder noch was anderes machst, sondern es auch bei 1 bis 2 Kaffees am Tag maximal belässt und dann halt, wenn du saumäßig müde gehst, halt schlafen gehst. Und wenn du merkst, du bist völlig erschöpft, dann halt auch mal für 2, 3 Tage ein bisschen Halbgas machst und am Wochenende dich auch mal ein bisschen erholst. So, aber das ist wirklich nur meine Meinung. Ne? Ich bin jetzt kein Mediziner oder sonst was. Dann finde ich, kann man da seine Limits schon ganz gut austesten. Also man sollte auf jeden Fall tun, dies vermeiden, krank zu werden, weil das haut dich mehr raus, als wenn du eine ganze Woche 9 Stunden anstatt 6 Stunden schläfst oder so. Das ist deutlich besser, wenn du nicht krank wirst und dafür 9 Stunden schläfst. Aber solange du so ein bisschen auf deinen Körper hörst, dich ein bisschen schonst, wenn du mal wieder nicht so fit bist, wäre so meine Empfehlung. Da kann man schon Gas geben eigentlich. Tennisclub in Frankfurt für Networking? Ich war ja in Frankfurt tatsächlich noch nie Tennis spielen. Schaden wird es nicht, ne? Aber Golfclub ist da, glaube ich, schon nochmal empfehlenswerter. Wie viele Urlaubstage hat man im IB? Ist halt die Frage, ob, ich denke mal, im Arbeitsvertrag wird auf jeden Fall das drinstehen, was gesetzlich, oder wird de facto drinstehen, was gesetzlich Voraussetzung ist. Ist halt die Frage, ob man dann alle von diesen Urlaubstagen auch nimmt, ne? Also im Sommer, wenn es ein bisschen ruhiger zugeht, da kann man sich auf jeden Fall mal ein paar Tage freinehmen, irgendwie zwischen den Jahren vermutlich. Es hängt aber sehr von Kultur des Unternehmens ab. Also ich würde tendenziell mal sagen, dass du als Arbeitnehmer in einem Unternehmen mit einer Gewerkschaft den einen oder anderen Urlaubstag mehr hast, als insbesondere in den ersten Jahren im Investmentbanking. Große sportliche Erfolge von vor 3 Jahren auf dem Lebenslauf? Ja, also ich sag mal, wenn du, wir haben im Elite-Coaching sehr, sehr überdurchschnittlich viele ehemalige Leistungssportler, vom, was weiß ich, FC Bayern, zweite Mannschaftsspieler, über ehemalige Basketball-Nationalspieler bis hin zu super viele irgendwie Judo, Karate, Jugendmeister etc. Also wenn du irgendwie vor 3, 4 Jahren die Regionalliga oder Jugend zweite Bundesliga oder so gewonnen hast mit deiner Mannschaft, dann kann man das auf jeden Fall mit aufnehmen, auch wenn es jetzt schon 3, 4 Jahre her ist. Wie oft pro Woche bist du trainieren? 4 bis 5 Mal in etwa. Poker als Hobby aufführen oder zu großes Stigma? Wahrscheinlich ausführen gemeint. Mhm. Ja, kann man schon machen. Ist jetzt dann nicht so schlimm. Also, ich meine, wenn du das wirklich professionell machst, da gehört ja dann schon auf jeden Fall einiges an Wahrscheinlichkeitsrechnung etc. dabei. Also kann man schon machen. Wird ein Auslandspraktikum in Japan oder China hoch angesehen? Also es wird wahrscheinlich höher angesehen als ein Auslandspraktikum in Österreich oder so. Oder allgemein im deutschsprachigen Ausland. Aber jetzt ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, wow, krass, 10-mal besser als jemand, der das gleiche Praktikum in Deutschland gemacht hat. Also ist halt, man kann halt damit das Checkmark machen, Auslandserfahrung. Das heißt, du kannst dir halt das Auslandssemester sparen. Aber in der Regel bekommt man halt im Ausland eher ein Praktikum, was nicht so attraktiv ist. Also, ne, als wenn du dich beworben hättest in Deutschland, ist wahrscheinlich in internen Elite-Coaching-Praktikumslisten mit einem höheren Rating ein Praktikum bekommen, wenn du dich in Deutschland beworben hättest. Und unter dem Aspekt würden wir dir eigentlich immer empfehlen, eher mal in Deutschland zu gucken. Ne, aber wenn du das, sag ich mal, wenn du das gleiche Praktikum auch im Ausland irgendwie machen kannst, und dann go for it, wenn es dich interessiert. Letzte Frage. Mhm. Unterschied bei gleicher Note von Target und Non-Target bei Target-Master-Bewerbung?
Ja, es kommt jetzt auch so drauf an. Also wenn du dich bei den staatlichen Unis, glaube ich, wird es keinen Unterschied machen. Also in Deutschland, aber wenn du dich jetzt bei den Privatunis bewirbst, bei den Business Schools im Ausland, da zählt halt jetzt nicht nur die Note, sondern da zählt halt eine gesamte Einschätzung deines Profils. Da zählt rein, wo hast du studiert, wo hast du Praktika gemacht, etc. Und da ist dann, die haben dann schon Ratings, dass eine Top-Target-Uni, die halt mehr Punkte gibt als eine Uni, die jetzt halt nicht so wirklich bekannt ist. Das heißt, spielt in den meisten relevanten Fällen spielt tatsächlich nicht eine Rolle. Gut, dann Marvin, vielen Dank fürs Vorlesen. Gerne. Und du, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, folgt mir gerne auf Instagram, falls du es noch nicht gemacht hast. Blenden wir euch hier ein. Da kannst du mir auch Fragen stellen. Und ansonsten, wenn du wirklich von uns wirklich kompetent unterstützt werden möchtest, bei allem, was dich über die nächsten Monate und Jahre erwarten wird, wenn du dein Studium mit Bestleistung abschließen möchtest, wenn du eine geile Praktika bekommen möchtest und, dann bewirb dich da gerne bei uns auf pumpkincareers.com auf die kostenfreie Status Quo-Analyse, wo wir uns mal anschauen, ob du zu uns passt. Und wenn ja, dann können wir dir mal aufzeigen, okay, was ist alles für dich möglich, was muss alles gemacht werden, dass du mit maximaler Wahrscheinlichkeit am Ende da einsteigen kannst, wo du einsteigen willst. Da gibt es nämlich extrem viele Sachen, die wir tweaken können. Die sind für dich als Außenstehender oder als Außenstehender sehr schwer, alle umfassend zu verstehen und das dann auch alles richtig zu machen. Natürlich, du kannst diesen Weg auch versuchen, allein zu gehen. Du wirst dabei allerdings zweifelsohne Zeit verschwenden, Fehler machen. Vielleicht erreichst du dein Ziel gar nicht. Vielleicht erreichst du es deutlich später. Verschwendest auf jeden Fall Zeit und Geld auf dem Weg. Das wollen wir tunlichst vermeiden. Haben schon viele andere vor dir gemacht. Das heißt, wenn du es nicht wahrnimmst, bist du selber schuld. Das Angebot gibt es auf jeden Fall, Angebot steht. Und wenn du sagst, ich schaue es mir mal an, check ab. Den Link findest du in der Videobeschreibung, pumpkincareers.com. Kannst dich gerne in Ruhe anschauen, umschauen, wenn du eher einer von der skeptischeren Sorte bist. Kannst dir jedes einzelne Video anschauen von Teilnehmenden von uns. Und dich dann anmelden, nachdem du dir ein Bild gemacht hast, dass das Ganze vielleicht doch nicht so sketchy ist wie diverse andere Sachen hier im Internet, sondern dass das Ganze ein seriöses Unternehmen ist. Würde ich mich drüber freuen. Und dann sehen und hören wir uns im nächsten Video. Bis dahin, viele Grüße. Euer David.